Ja, Hallöchen, ihr Lieben. So, da ich Depp eben vergessen hatte, beim Aufnehmen das Mikrofon mit reinzubringen und die anderen Videos jetzt erstmal nachvertonen muss, habe ich mir überlegt, dass ich nochmal neue Videos für euch aufnehmen werde, damit jetzt auch nochmal ein bisschen was hochgeladen werden kann. Die anderen Videos werden dann von hier vorhandeln. Also ich hatte eben angefangen, hier in der zweiten Stadt mal ein wenig loszulegen. Die war nämlich bis jetzt noch ganz befreit von allem und habe dann die ersten Level eingenommen, habe ein paar Gebäude hingebaut, wie ihr seht, und ich würde sagen, wir werden jetzt einfach noch mal ein bisschen was an Land dazu holen und schauen, dass wir schon mal ein bisschen was vorbereiten für die nächsten Aufnahmen. So, wir starten das Ganze und werden hier auch nicht viele Probleme kriegen. Ich könnte hier nochmal einen zweiten Affen mit reinsetzen, der nochmal ein bisschen was mit abfängt, aber ich denke, das sollte dann auch reichen bis Runde 5. Das hatten wir in den anderen Aufnahmen schon, geht es relativ zügig alles immer und ja. Einfach mal voll vor raus und alles platt machen, was im Weg kommt. So, das klappt soweit ganz gut, also ich denke nicht, dass wir noch mehr bauen werden müssen. Von daher beschränken wir uns jetzt eben auf die zwei Äffchen und schauen dann jetzt gleich, dass die Stadt sich noch ein bisschen ausbaut. Ich hatte eben noch eine zweite Bank hinzugesetzt. Das ist einfach nur, damit, wenn die fertig ist, entsprechend mehr Geld gespeichert werden kann. Was wir dann später für die ganzen Upgrades und alles brauchen, weil es ist ja nun mal leider nötig, dass man hier sehr viel Geld zusammenzieht, um dann die Upgrades auszubauen und die interessanten Sachen dann zu kombinieren. Wo wir jetzt gleich noch gucken können, wenn die Runde vorbei ist. Ich hatte eben für den Ninja schon, so, das war's auch schon, das Upgrade-Gebäude gebaut. Dementsprechend sollten wir den Ninja jetzt eventuell, wenn wir das entsprechende Geld haben, da werden wir jetzt für sorgen, zumindest schon mal den Ninja etwas ausbauen. Na, das reicht nicht ganz. Schade drum. Okay. So, die Strecke dürfte aber auch relativ easy zu meistern sein. Wir fangen wieder an mit deinem Ninja und einem Bumerang-Affen, dafür reicht das Geld gerade so. Setzen den auf Last und lassen laufen. So, das Ganze machen wir jetzt auch einfach im Schnelldurchgang, da uns ja dann für die weiteren Ländereien noch entsprechende Upgrades fehlen. Wir werden auch für den Bumerang-Affen relativ schnell schauen, dass das Upgrade-Gebäude hinzukommt, damit der dann entsprechend auch die Lead Bloons platt kriegt. Bis die kommen, dauert zwar noch ein bisschen, aber man darf es ja nicht außer Acht lassen. Ich weiß gar nicht, ob Ninja Kiwi da irgendeine Vorsichtsmaßnahme getroffen hat, dass man den auf jeden Fall ausgebaut haben sollte, aber ich denke mal, es gibt auch noch genug andere, die gegen Lead vorgehen können, und wenn nicht gerade total, Entschuldigung, vor die Wand gelaufen ist, aber müssen wir jetzt mal so sagen, der sollte auch irgendwo einen Weg finden, dann entsprechend Lead Bloons kaputt zu kriegen oder halt die anderen auch. Von daher muss jeder einfach nur schauen, auf was er sich spezialisiert. Wo ich mich schon drauf freue, ist jetzt der Ingenieur, den kann ich jetzt endlich bauen, wobei ich da noch wenig Erfahrung mit habe. Ich habe zwar auch Bloons Tower Defense Deluxe 5, also 5 Deluxe, so rum. Und spiele da auch öfters mal mit dem Engineer, aber ob der jetzt so effektiv ist wie andere, muss man schauen. Ich habe versucht, die Stadt auch ein bisschen zu ordnen oder mal angefangen zu ordnen. Es ist noch nicht ganz so, weil noch nicht der Platz da ist, aber es wird Stück für Stück kommen. Upgrades. Genau, da wollte ich doch jetzt mal schauen, dass wir als erstes das Upgrade mal holen. Wie viel kostet sowas? 15, okay. Bloons, sonst haben wir mittlerweile wieder einige. Noch kommen wir aber ohne das Upgrade aus, also können wir das ruhig mal ein bisschen riskieren, dass das noch was dauert, und machen hier einfach unseren Job und jagen die nächsten Level durch. Irgendwie stimmt hier mit dem Button das nicht so ganz. Doch, jetzt ja. Eben hatte ich das Gefühl, der würde oben drauf nicht reagieren. Und wie ihr wisst, mein Kaffee ist im Moment dabei. Man hört den Löffel wahrscheinlich, der am Porzellan vorbeikratzt. Ja, ansonsten hat sich
nicht viel getan nach den letzten Aufnahmen, außer dass ich halt eben sehr frustriert feststellen musste, dass ich vergessen habe, das Mikro mit reinzunehmen und entsprechend alles nachtonen muss. Nachvertonen. Jo. Aber das ist halt für mich auch einfach nur Hobby und da kann das schon mal passieren. Ich hatte beim letzten Mal, glaube ich, bei einem Video den Ton rausgenommen, weil da im Hintergrund noch Nebengeräusche sonst entstanden wären, das sich nicht anders machen ließ. Und hatte dann den Ton ganz rausgenommen. Hoch, jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Jetzt wäre fast was durchgekommen. Aber wir haben es gerettet. So, Victory! Wir werden uns noch ein wenig mehr Geld reinholen, damit wir noch mal ein bisschen was anderes aufbauen können. Starten aber weiter hier unseren normalen Weg und lassen einfach laufen. Dementsprechend muss ich euch jetzt ein bisschen unterhalten, weil ich denke, so unterhaltsam wird das nicht sein, wenn jetzt jedes Mal derselbe Levelaufbau ist. Aber die ersten Level sind einfach so easy und so gleichmäßig, dass man da nicht viel variieren kann. Zumal ja auch die entsprechenden Türme noch fehlen. Oder nennen wir es hier mal die entsprechenden Affen. Daher immer dasselbe Schema erstmal. Ich werde auch mal gucken, weil ich gemerkt habe, dass ich in der anderen Stadt viele Affen habe, die ich aber eigentlich gar nicht so viel brauche, sondern eigentlich immer mit denselben spiele. Werde ich mal schauen, dass ich das hier vielleicht noch ein bisschen mehr komprimiere und Sachen, die ich nicht unbedingt brauche, halt auch verkaufe. Ninja und Bumerang spiele ich sehr gerne. Mortar Tower spiele ich mittlerweile gerne. Spike Factories. Schiffe sollte man auf jeden Fall für Wasserlevel mit drin haben. Zauberer sind nicht so verkehrt. Superaffen, wenn man später die Kohle hat, diese auszubauen auch. Und zwischenzeitlich waren die Gatlings sehr, sehr brauchbar für mich. Da weiß ich jetzt aber noch nicht, wie das hier in dem Wüstenland sein wird. Da ich die ganzen Level hier noch nicht kenne, müssen wir dann mal testen. So, ich möchte jetzt mal schauen. Wegen dem Upgrade-Gebäude für. Für. Machen wir das schon? Nein. Sniper und Dartling. Glue. Engineer. Doch, das brauchen wir wohl. Mai, mai, mai. Ach, 5 Minuten, das geht ja. So, können wir aber gleich sonst auch kaufen, weil Bloons sonst haben wir mittlerweile ein paar. Sollte also nicht so das Problem geben. Den hauen wir wieder auf Last und lassen laufen. Ja. Flugzeuge nutze ich momentan eher wenig. Was haben wir sonst noch? Die Tech-Shooter sind teilweise je nach Level auch brauchbar. In Kombination mit Eis sehr gut. Zauberer hatte ich schon. Ja, Bananenfabriken auf jeden Fall, aber die kommen ja erst später ins Spiel. Oh, und dann vielleicht hier von den Roadspikes bzw. den Pineapples noch ein paar Stände holen. Die können teilweise taktisch ein bisschen Vorteile bringen, gerade die Pineapples, wenn man am Anfang nicht unbedingt irgendwas gegen Leadblooms bauen will und jetzt nur ein, zwei Runden hat, wo dann mal ein paar Leads auftauchen. Es ist manchmal geschickter, Pineapples zu benutzen und dann erst später gegen die vorzugehen. Aber das müssen wir dann im Einzelnen nochmal genau gucken, wie wir das machen. Da kommt jetzt schon wieder was durch. Das wollen wir uns natürlich nicht gefallen lassen. Und nutzen entsprechend unseren Affen. So. Haben wir auch wieder gut überstanden. Dann machen wir jetzt einfach mal hier. Und schauen mal, dass wir den direkt mal ein bisschen aufrüsten. Wie viel Geld haben wir? Nicht so viel. Dann holen wir erstmal das Update. Und gehen dann mal auf die nächste Stufe. Sollten aber gleich vielleicht auch mal schauen, dass wir noch ein paar Tower hinzunehmen und nicht nur Upgrades. Aber allein durch die Bananenfarmen werden wir ja mal wieder Geld reinkriegen.
So. Das schaut doch soweit gut aus. Auch jetzt brauche ich noch einen Mann. Nee. Dann haben wir auch keine böse Überraschung. Alles weg. Und das immer noch mit den ersten Stufen, wenn man das mal so überlegt. Keine Upgrades dabei. Ist schon ein bisschen mysteriös dann, aber so ist das halt am Anfang. Müssen wir mal schauen. So, die Runde ist jetzt auch gleich wieder vorbei. Haben wir das auch schon wieder geschafft. Irgendwie hängt das gerade ein wenig, das gefällt mir nicht. Ach ja. Vielleicht hätte ich den Affen doch nicht bauen sollen. Vielleicht wäre es dann schneller gelaufen. Nee, ich habe keine Ahnung, warum es gerade so gegangen hat. Ich hoffe mal, dass das jetzt einmalig gewesen ist. So, da hätten wir auch den Engineer von Vorteil, aber den haben wir ja noch nicht. Also lassen wir einfach wieder laufen und hoffen, dass es diesmal schnell geht. Wie ich in einem anderen Video schon mal sagen wollte, ich finde die Animation der Bäume hier sehr schön gemacht. Auch wenn das eigentlich nur Verschieben von ein paar Ebenen ist, aber es wirkt richtig gut, auch gerade mit dem Wind dabei. So ein bisschen harmonisch. Mal schneller, mal langsameres Zucken. Haben die Entwickler echt schön gemacht, finde ich. Muss man mal so ein bisschen hervorheben. So, und damit es jetzt gleich schon mal spannend wird, nehmen wir uns jetzt als nächstes nochmal ein Level vor, was ein bisschen schwieriger sein dürfte. Und schauen dann mal, ob wir da eine kleine Chance haben. Oder ob wir da drauf gehen. Aber ein bisschen Spannung sollte vielleicht noch reinkommen. Ring, ding, 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 ding. Schub, 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 alles kaputt. So. Dann bauen wir jetzt noch mal ein bisschen was aus. Und zwar nehmen wir auf jeden Fall noch mal Ninjas mit rein. Das hätten wir die natürlich gerne dahin bauen können. So. Ja, die investiere ich jetzt mal und werde jetzt auch mal gucken bei dem Upgrade. Die investieren wir jetzt auch. Da fehlt uns das Geld gerade für. Dann machen wir jetzt noch mal ein schwereres, wie gesagt, und dann werden wir mal schauen, dass wir vielleicht das Contest Territory nochmal in Angriff nehmen. So. Den stellen wir um auf Last. Jetzt geht's bis Runde 9, da bin ich mal gespannt. Sollte normalerweise auch nicht allzu lange dauern. Und vom Aufbau her des Levels denke ich, das kann man sogar ganz gut spielen. So, den könnten wir jetzt auch dann aufrüsten, das ist auch nicht verkehrt. Gerade wenn dann die Rosan irgendwann mit reinkommen und mal hier rumflitzen sollten, kann der die jetzt weiter treffen. Während unser Bumerang schön hier hinten die weiter wegfetzen dürfte. Das sollte ganz gut passen. Aber man merkt schon, in Runde 4 jetzt schon gelbe Ballons mit dabei. Das wird auf jeden Fall ein bisschen was anderes als die letzten Runden werden. Aber zur Not haben wir immer noch ein paar Nägelchen, die wir einsetzen können für den Fall der Fälle.
Dürfte aber schwer sein, dass da was durchkommt. Selbst wenn jetzt gleich Rosanne ins Spiel kommen, sollten wir da keine größeren Probleme mit haben. Da wird eigentlich alles ganz gut abgeblockt, was gerade kommt. Ja, jetzt war es schon mal ein bisschen mehr, aber ich denke, wir haben es immer noch gut überstanden. Jetzt fängt das schon wieder so an zu hängen. Ich weiß nicht, wodurch das kommt. Denn auf meinem PC ist gerade nicht wirklich viel an, was irgendwo auslassen könnte. Und von daher sollte das eigentlich funktionieren. Aber wie man sieht, jetzt hängt es ganz, also irgendwo stimmt da was nicht. So, jetzt läuft es wieder flüssiger, wunderbar. So ist das doch fein. So soll es sein. Auch die Rosen kommen und gehen direkt kaputt. Sehr schön, letzte Runde. Und ich würde behaupten, wir schaffen das ohne ein Leben zu verlieren. Zur Not setze ich gleich noch ein paar von den Nägeln ein, aber das sieht ja nicht danach aus, dass wir die brauchen. So, da war es das auch schon. Gut, das dürfte jetzt ein bisschen Geld gebracht haben, dass wir das andere Upgrade noch eben holen können. So, das machen wir auch mal fix fertig. Dafür haben wir eben die ganzen Bloomstones schon geholt. Und dann, ich hatte eben schon mal versucht, hier das Conquest Territory zu schaffen, bin aber gescheitert, weil ich auch gar nicht so viele Affen zur Verfügung hatte. Und die Affen an sich auch nicht so gut ausgebaut waren. Mich würde jetzt gerade mal interessieren, haben wir hier noch die Option... Can Pop Extra Balloon Pursuit holen wir doch mal eben rein. Den können wir jetzt nicht brauchen. Und jetzt versuchen wir das einfach nochmal. Ich habe zwar immer noch kaum Affen dafür. Und ich glaube nicht, dass das viel helfen wird, aber probieren geht über Studieren. So, einen hatte ich eben hier mal reingesetzt, der war ganz effektiv. Hier oben hatte ich einen hingesetzt, den auf Strong gestellt. Holen wir auch direkt mal das Upgrade für. Und dann gucken wir jetzt gleich mal. Also bis Runde 5, 6, 7 bin ich eben gekommen. Weiß gar nicht mehr genau. Hätte ich gerade mal nachschauen sollen. Und ja, dann mal schauen. Ich denke, es wird besser werden. So. Zumal wir jetzt zwei Ninjas mehr haben als eben. Die nehmen dann schon mal ein bisschen was weg. Blöd wird es nur dann werden, wenn wirklich dann Runde 8 oder 9 schon Lead Balloons kommen und wir da gar nichts gegen haben. Denn dann haben wir absolut keine Chance. Aber das werden wir sehen, wenn es soweit ist. So, der Ninja ist jetzt was besser geworden noch. Der räumt jetzt auch viel mehr ab als eben. Das gefällt mir schon mal. Dann setzen wir gleich vorne noch einen hin, dann sieht das schon, denke ich, ganz gut aus. So, 550, 500, okay. Dann. Setzen wir den mal dahin. Der soll die Strong ins Angriff, ins Visier nehmen. So. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Normalerweise bin ich in meiner Gruppe immer führend beim Conquest-Territory oder Contest-Territory so. Aber hier in der Stadt habe ich ja so gut wie noch gar nichts, dementsprechend auch nicht so gut. Wäre aber schön, wenn wir dann das Contest-Territory auch für uns erobern könnten. Jetzt mal den mal dahin, dass die auch direkt auf Strong die abfangen. Weil je langsamer die Ballons werden, desto besser können die Ninjas die wiederum klein kriegen und
Wie gesagt, solange nichts kommt, was irgendwo Lead ist, sollten wir noch eine kleine Chance haben. Jetzt wird es schon ein bisschen komplizierter. Da setzen wir jetzt einfach mal ein Nägelchen ein. Damit wir jetzt nicht zu viel verlieren, falls mal Lead kommen, die wir durchgehen lassen müssten. Oh. Unschön, unschön. Mal den nochmal auf Strong und den auf. So, jetzt haben wir zumindest schon mal Runde 8 geschafft. Ob wir Runde 12 schaffen, bezweifle ich mal, aber probieren werden wir es. So, jetzt haben wir zumindest unten zwei Ninjas, die relativ gut sind. Da kommen ein paar durch. Aber ich weiß halt auch noch nicht, wann Lead kommen und dann wären wir sowieso platt. Schauen wir mal. So. Den machen wir auch auf Strong. Da kommt schon wieder einiges, aber nichts durch. Runde 11 hat der andere eben geschafft wohl. Schauen wir mal, wie uns das gelingt. Oh ne, 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 das geht nicht. Da hätten wir jetzt auch Nägel verschwenden können ohne Ende. Da brauchen wir noch ein bisschen mehr Action. So, was können wir da denn machen, um das zu erreichen? Ich würde sagen, erstmal eine Pause, denn wir sind schon bei über 20 Minuten bei der Folge. Das reicht. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Weiterhin viel Spaß und wir sehen uns.